Entschuldige die Umstände, aber wir schützen unsere Anlage gern vor dem neugierigen Blick der galaktischen Behörden. Komm, du hast dich als würdig erwiesen. Der Volkanpass liegt auf der anderen Seite der Grotte. Aber du musst wissen, dass dort ein gefährlicher Verbannter lebt. Die meisten von uns halten sich von ihm fern. Ja, wieso? Was hat er getan? Ach, weißt du, einer von den Fahrgastransporten angegriffen. Fassel und Außenposten in Kortas gesprengt. Was für irgendwelche Rebellenkram. So, du willst da rein? Dann guck ich erstmal hier noch. Tu mir den Gefallen und schnapp dir den Batteriebot, okay? Die Dreckler bleiben nie in ihrer Batterie. Ja, was ist das? Das sieht interessant aus. Schauen wir mal, was bringt mir das, wenn ich das hier erstmal mache? Geht das überhaupt? Ne, ich darf das gerade nicht nutzen. Vielleicht ist es kaputt. Schauen wir mal. Aha, ich glaube, ich weiß. Oh ne. Und willkommen in der Grotte. Oh, die Grotte. Alle Systeme sind außer Betrieb. Ach Gottchen. Informiert die Zentrale. Sagt ihnen, wir haben einen Code F-13. Ohne Energie ist der Zugang zum Volkanpass leider unmöglich. Deine Glücksträhne endet hier, Fremder. Wo ist dein Besucherpass? Ich brauche keinen Besucherpass. Reise zur Grotte, ja krass. Wie. Es ist sehr unterschiedlich, aber also wirklich viel oft haben wir so das Gefühl eines eben erst Dorfes, jetzt hier eine Fabrik mit vielen Arbeitern. Schon interessant. So. Huch. Ah, erste von drei, alles klar. Ja, vielleicht nicht so clever, dass wir den da außen jetzt geworfen haben. Hätten wohl bei dem bleiben sollen, aber okay, dann nehmen wir den eben gleich mit. So, komm du mal mit. So, der muss ja dann offensichtlich nochmal... Ah, da. Perfekt, geht sich aus. Oh, ah, alles klar, das ändert sich. So, es wird gleich wieder alles funktionieren. Kein Stress, Leute. Aha. Was haben wir denn da für einen Komponenten? Ja, was kann das denn? Zünder? Setzt eine vernichtende Munitionssalve frei, je nachdem, wie lange der Abzug gedrückt wird. Wir gucken es uns mal an. Mal gucken, was das so kann. Okay, ich muss halt jetzt selber drücken, wenn ich schnell schießen will. So, komm her. Viel Spaß, wieder rüber zu gehen. Viel Spaß, ey. Ja, das ist keine schöne Stelle. Schnell rüber, ey. Sehr gefährlich. So, hier ist jetzt nichts mehr, ne? Ändert sich das wieder oder bleibt das? Das bleibt scheinbar jetzt. Nachdem ich es einmal betreten habe. So, dann gibt es ja nur noch eine Möglichkeit. Hier ist noch ein Teleporter. Portet er mich wahrscheinlich zum Schiff. Was ist das denn? Der Dynamo des Unheils. Dies ist die Waffe für den energischen Abenteurer. Zahlenmäßig unterlegen? Kein Problem. Diese ferngesteuerte Kugel gleicht alles wieder aus. Einmal aktiviert, steuert man sie über das Schlachtfeld und schaltet den ganzen Haufen aus. Der Dynamo des Unheils, erhältlich nur bei Grummelnet.
Okay, selber steuern klingt schon mal wieder doof. Können wir uns aber natürlich leisten, diese geniale von Pollux Industries zur Abwehrung von lästigen Raumpiraten entwickelte Waffe feuert eine ionisierte Kugel, die auf dem Schlachtfeld ferngesteuert werden kann. Ja, wir kaufen es natürlich. Ja, steuern kann ich die natürlich nicht. Das habe ich mir schon gedacht, aber ist auch okay. Das passt schon. So, geht hier noch irgendwas Besonderes? Ach so. Das ist das Ende. Hier muss ich gleich hin. So, dann holen wir uns mal unseren letzten. Ist das so? Sind die so nützlich? Oh. Da waren ja noch ein paar versteckte Kisten. So, wo ist er? Ich brauch dich. Gut. Ah, das war's schon. Ja, dann ist ja alles gut. Alter, das ist ja mega gefährlich. Okay, Gott sei Dank ist das nur recht kurz. Aktiv. Wir sind wieder im Geschäft, Fremder. Ich rede mit den Jungs, um dich zu hören, Bulla zu erzählen. So, sehr schön. Freut mich, dass wir wieder im Geschäft sind. Will ich da hin? Wow, offensichtlich, wow, das war knapp. Und warum sind hier Feinde? Das klingt nach einer Aufgabe für Mr. Zurkon. Oh, Stufe 3. Startmunition, schön. War ja die einzige Waffe, die noch auf Stufe 3 gebracht werden muss, ne? Weil das ist jetzt... Nee. Die Bombe muss auch noch. Und wir müssen natürlich noch schauen, wie wir das Dynamo noch irgendwie einsetzen können. Da fehlt jetzt auch nicht mehr so viel. Ah! Na, Mr. Zuckerstufe 4! Okay. Naja, Mr. Zucker und... Richtig stark, was er hier abliefert. So, dann schauen wir, dass wir den auf Level 3 gleich bringen. So, Mr. Zirkon Level mehr hier schon fast zu schnell. Alter. Das Ding levelt übelst krass. Guck mal, es ist gerade auf Level 3 rauf. Jetzt ist schon fast Level 4. What the fuck? Okay. Verzeihung, hi. Können Sie mir sagen, wo ich Alistair Azimuth finde? Okay. Überraschungsmoment ist vorbei. Mich machst du nicht so leichtfertig. Ich will doch nur mit ihm reden. Lügen! Du willst mich ermorden. Wer schickt dich? Forcelon? Nefarius? Ah, das sieht ihnen ähnlich, sich nicht zu trauen, selbst zu kommen. Sehen Sie mich an. Ich bin ein Lombax. Die Lombaxe sind fort. Ich erkenne eine Holo-Verkleidung, wenn ich eine sehe. Okay. Können Sie mal 2 Sekunden versuchen, mich nicht zu erledigen, damit wir reden können? Wow! Ja, für dich. Langsam fängst du an zu nerven. Erst noch eine Barbecue. Ja, nehme ich.
kontrollieren sollen, bevor du dich mit mir anlegst. Ich glaube, wir sind... Hat der ein Hoverboard eigentlich? Ich habe lange genug mit dir gespielt. Das sieht nämlich nicht so aus, als würde er grinden. Ist eine nette Sequenz, auf jeden Fall. Oh! Wo grinden wir denn? Nicht schlecht! Das grenzt fast an Begabung! Ja, ne? Jetzt habe ich dich! Das gibt's nicht. Du bist Cadens Sohn. Verzeih mir, General Alistair Azimuth. Vier Bolt Magistrats der Lombax Praetorianer Garde. Hohes Ratsmitglied des Zentrums für weiterführende Lombax-Forschung. Und du, mein lieber Junge, bist das Ebenbild deines Vaters. Ich habe so viele Fragen. Woher kannten Sie ihn? Caden und ich waren Freunde. Er war ein großer Lombax, ein sehr kluger Mann. Er ergründete als erster Außenstehender die Existenz der großen Uhr. Und diese Uhr steckt Klenk da drin? Uhr ist eine recht grobe Übersetzung der Runen auf Quantos. Genauer gesagt heißt es Hüter der Zeit. Doch ja, ich glaube, er ist dort. Weißt du, laut fungoidischer Legenden sind die Zoni die Wächter der Zeit. Wenn dein Freund mit ihnen zu tun hat, hat er auch mit der Uhr zu tun. Mann, wo sind bloß diese blöden Dinger? Halt! Mein Vater blieb doch als einziger zurück, als die Lombaxe wegging. Warum sind Sie noch hier? Manchmal hat das Universum einen makaberen Sinn für Humor. Ah, da sind Sie. Cadens Hoverstiefel. Bereit für die erste Lektion? Okay, Mann, Hoverstiefel. Also kein Hoverboard mehr, sondern eigene Stiefel jetzt. Du musst lernen, wie du ihn überlisten kannst. Richtig eingesetzt geben dir diese Hoverstiefel genau den Vorteil, den du brauchst. Okay. Und jetzt Rücken gerade, Beine im Knie leicht gebeugt und Attacke! Okay, rüste Geräte aus. Okay, what the fuck? Los, dreh mal an. Okay, wir schweben. Für eine Kurve musst du dein Gewicht verlagern. Die Booster sorgen für den Rest. Ist klar, aber kann ich das auch irgendwie schneller? Du hast das Gaspedal gefunden. Oh. Ich habe hier einen kleinen Trainingsparcours aufgebaut. Komm wieder, wenn du bereit bist, es zu finden. Okidoki, und schnell über die Welten bewegen FTW. Ich bin sowas von ready. Tja, den Grundkurs hast du jetzt bestanden. Probieren wir jetzt etwas Schwierigeres, wie diesen Hoverstiefel-Parkour. Ja, nichts lieber als das. What the fuck? Okay, das sah kompliziert aus. War es das auch? Ach du Scheiße, Alter. Okay. Ich glaube, ich krieg's hin. Ja. Erstmal, das war wohl noch nicht alles. Hat seinen Grund. Scheiße, ich hätte gleiten müssen. Oh. Ich glaube, das geht hier vielleicht auch. Nein, ich hätte da gleiten müssen. Gleiten erfordert Finesse. Du gleitest viel weiter, wenn du an der höchsten Stelle deines Sprunges ansetzt. Probier's nochmal. Okay. Okay, okay, okay. Das muss man nochmal machen. An der höchsten Stufe. Oh, oh. Aber das könnte reichen. Yes! Gut gemacht. Du lernst schneller als dein Vater. Ich habe da hinten einen letzten Test vorbereitet. Bist du bereit? Ja, klar. Okay, mir nach. So, was kommt jetzt? Und nun zur letzten Prüfung.
Wir testen dein Tempo und deine Geschicklichkeit. Du musst den Parcours in unter einer Minute absolvieren und alle Fackeln schnappen. Wenn du es schaffst, darfst du vielleicht die Hoverstiefel behalten. Oh, ach so, nur vielleicht. Alles klar. Challenge accepted. Okay, erst das Ding einsammeln und dann verbuggen. Du hast es definitiv drauf, aber du warst etwas zu langsam. Nee, ich habe mich ablenken lassen von den Fackeln. Und ich glaube, ich habe auch gerade nicht alle erwischt, ne? Ich habe mich da voll ablenken lassen. Wenn wir jetzt natürlich ganz am Anfang was übersehen haben, ist eh doof. Du hast es definitiv drauf, aber du warst etwas zu langsam. Nee, ich habe eine Fackel übersehen. Das macht ja so gar keinen Sinn. So, wenn, dann müssen wir das schon richtig machen. Das ist aber gar nicht so einfach tatsächlich. So, an der höchsten Stelle. So, die Beschleunigung ganz kurz aussetzen lassen. Okay, grinden. Das war eine großartige Hammerstiefel-Vorstellung. Ah, das war's? Oh, nice. Die Ionenspulen sind wohl angerostet. Das wird schon. Danke. Und was jetzt? Nefarius Festung stürmen? Ihn zwingen, uns zu sagen, wo die Uhr ist? Nefarius wäre töricht, uns das zu verraten. Egal, was wir ihm antun. Aber wir haben einen Vorteil, den ich nicht hatte. Einen Kontakt im Inneren der Uhr. Clank? Wie kontaktieren wir ihn? General, mein Schiff ist hier lang. Nein, danke. Ich hab selbst eins. Triff mich in Axiom City, Planet Terrachnos. Was wollen wir in Axiom City? Kontakt zu Clank aufnehmen. Geil. Geil, geil, geil. Cadence Sohn, wir haben einen Zoni. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße nochmal machen für den Zoni. Ich glaub's auch. Ach, Scheiße. Okay. Kein Problem, den Zoni kriegen wir. Diesmal geht's nämlich woanders lang. Ich hab mir sowas schon gedacht. Ah, sowas habe ich mir schon gedacht. Alter, wohin aber auch? Okay. Ach, das ist einfach nur ein Rückweg gewesen. Wie praktisch. Ah. Sehr schön. Und damit haben wir Nummer 11 der Zonis. So, das kann ich aber auch jederzeit ausmachen, die Stiefel. Okay, krass. So, haben wir dann... Ja, sind hier erstmal fertig. Wir könnten jetzt aufgrund der Stiefel quasi ins erste Level zurückgehen und dort etwas machen, wofür wir die Stiefel gebraucht haben. Ach, das kann ich jederzeit einfach so einsetzen. Ah, clever. Aber das werden wir nicht machen. Wir werden quasi einfach ganz normal mit dem Planeten weitermachen. Also wir gehen jetzt einfach erstmal weiter. Wir werden erst alles nachholen, sobald wir wieder unser typisches Secret Gadget haben. Und dann kommen wir auch quasi wieder zum allerersten Planeten zurück.